Hallo ihr Lieben, das ist nicht das eigentliche Intro, sondern das Intro vom Intro. Ich hatte euch ja in einem meiner Videos mal mitgeteilt, dass ich auch ab und zu selber Immobilien kaufe. Und ich habe ja dann im letzten Video angekündigt, dass ich wieder eine Immobilie erworben habe und das Ganze einfach mal mit der Kamera auch begleiten wollte, um euch auch mal teilhaben zu lassen. Ja, welche Sorte von Immobilie kaufe ich da? Was finde ich davor? Weil ich finde, das ist ja gerade auch der spannende Teil davon. Denn im Wesentlichen sind es Immobilien, die ich dort erwerbe, die ich in der Regel nicht gesehen habe. So ist es auch mit der Immobilie, die ich jetzt mit der Kamera begleitet habe. Also das geht dann gleich los. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal ein paar Dinge vielleicht schon mal vorab anteasern, sagt man ja auf Neudeutsch. Gestern wurde das Video gedreht, das hauptsächliche. Heute, einen Tag später, dachte ich, schiebe ich das noch mal vorne rein. Ein Teil meines Jobs, sage ich, ist ja, gibt es Dinge, die ja auch man so nicht erzählen kann. Man muss es einfach miterlebt haben. In dem Fall muss ich es aber leider erzählen, weil ich das leider mit der Kamera nicht mit begleitet habe, beziehungsweise ich gebe nur ein Bild davon. Also Hintergrund war der, ne, wir wollten gestern die Immobilie anschauen fahren und gesagt, getan, wir sind zu viert hingefahren mit zwei Autos. Das eine, meine Kollegin mit ihrer Freundin, Transporter, den wir haben, denn es kann ja sein, dass wir dort was Nettes finden, was wir dann auch gleich mitnehmen wollen. So, die sind losgefahren. Ich bin mit meinem Auto gefahren und darin mein Handwerker. Und wir sind dann Richtung Erzgebirge gefahren, nämlich nahe der Stadt Seifen. Ne? Also Kurort Seifen dürfte ja vielen vielleicht ein Begriff sein. Auf einem wirklich super hübschen Dörfchen habe ich dort dieses kleine Einfamilienhaus erworben. Malerisch wirklich super schön. Ihr werdet es dann, und bitte verzeiht es mir auch, ne, schon mal bereits vor. Ich fand es selber dann einfach nur schlimm, ist es so. Es war zwar gestern ein sonniger Tag, aber der Wind wehte, eine steife Brise. Ja, ist mir sozusagen um das Näschen geweht. Also bitte entschuldigt meine etwas zerzauste Frisur. Was ihr ja dann in dem Video seht, ist halt aber so, weil das dann eben auch live, das war ja auch der Grundgedanke des Videos, habe ich eben gemacht. So, also zurück zum wir fahren dorthin und jeder ist dann so für sich gefahren nach Navi. Ich war natürlich mit meinem Auto ein bisschen schneller dran als mit dem Bettina mit dem Transporter. So, sind losgefahren, dann ich kurz hinter Chemnitz bekomme ich einen Anruf von ihr. Und ja, sie ist liegen geblieben, wahrscheinlich Getriebeschaden. Dachte ich, nein, das kann nicht wahr sein. So, ich sag, komm hier, schick mir WhatsApp-Status oder Standort. Gesagt, getan, Standort geschickt, bin ich dahin gefahren. Und ja, sie stand am Berg, eine Bundesstraße, rechts liegen geblieben, nachgeguckt und dann, ja, deutete es tatsächlich auf Getriebeschaden hin und beziehungsweise der Ganghebel ließ sich gar nicht mehr bewegen und nichts mehr ging. So, dann wir, das sind halt auch so Dinge, wir dann ADAC gerufen, ADAC kam nach einer gefühlten Ewigkeit, total netter Fahrer, also Pannendiensthelfer, wie man ja so schön sagt, und ja, er dann sich das angeguckt und dann war irgendwas da, also Getriebeschaden ist es wohl nicht. Aber da gibt es wohl irgendwie beim Schaltgestänge irgendwie zwei Buchsen und eine dieser Buchsen sei halt weggeflogen, sodass dann eben die Gänge dann nicht mehr eingelegt werden können und jedenfalls er dann abgeschleppt und okay. So waren schon mal gut fast 2,5 Stunden, 3 Stunden der Zeit dann weg und wir haben dann aber die Reise fortgesetzt, dann die beiden inklusive unserer Daisy, seht ihr ja dann auch im Video, dann wir dort weiterhin gefahren. So, also schon mal dachte man schon, so geht's schon mal gut los, ne? Und ja, wir dort hingefahren. Den Rest seht ihr ja dann im nachgelagerten Video. Und ja, vielleicht auch noch eine kleine Anekdote, was dann im Film auch nicht zu erzählen so draus hervorgeht. Meine liebe Bettina, die mich dann immer begleitet bei solchen kleinen Abenteuern,
hat ja auch immer das Talent, sie findet immer die Merkmale, also ich nenne sie immer das Adlerauge, sie ist immer diejenige, die dann immer irgendwelche tollen Sachen findet, von kostbar bis, weiß ich nicht, sehr fragwürdig. Und fragwürdig meine ich damit, die liebe Bettina hat immer irgendwie das Glück, irgendwelche Sexspielzeuge zu finden. Also nicht immer, aber irgendwie dann doch. Und natürlich war es auch diesmal so der Fall gewesen. Und ja, die, muss man dazu sagen, nicht mehr lebenden Eigentümer hatten eine kleine Shoppingsucht gehabt und haben dort alles Mögliche bestellt. Also da ist neben viel Unrat auch Unmengen an Teleshopping-Geschichten und was weiß ich, im Eingangsbereich lagen dann unverpackte oder noch verpackte LED-Hauslichtbeleuchtungen. Ja, braucht man natürlich in so viel, also egal. Ja, und meine Bettina geht halt durch. Was findet sie? Ein Sexspielzeug, nämlich eine Penispumpe. Also ich möchte euch da nicht länger hinhalten. Genießt das Video und ja, dann bis gleich. So, herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Ja, ich habe euch ja schon im letzten Video angekündigt, dass es heute mal ein etwas anderes Format geben wird. Das heißt, ihr seht im Hintergrund das Haus. Ja, was damit im Zusammenhang ist, ihr könnt gespannt sein, mehr dazu nach dem Intro. Ja, nochmal herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Wie ich bereits eingangs gesagt habe, geht es heute mal um das Haus hier im Hintergrund. Das Haus habe ich jetzt kürzlich erst erworben. Ich muss dazu sagen, das Haus habe ich vorher noch nie besichtigt. Ich kenne es nur auf Bildern. Das heißt, jetzt, ich habe die Schlüssel jetzt erst vor wenigen Tagen bekommen. Das heißt, ihr werdet jetzt hautnah positiv wie negativ die Eindrücke der Begehung sehen. Das heißt, folgt mir bitte einfach. Übrigens, hinter der Kamera ist die Bettina, meine Kollegin. Sag mal hallo. Hallo. So, dann schwenkt mal bitte rüber. Dann, das ist der liebe Mirko, mein Handwerker. Und dann noch eine weitere liebe Freundin, die Bettina. Die Bettina, Bettina ist hinter der Kamera. Entschuldigung, das ist die Christine. Aber gut. Ich würde vorschlagen, folgt mir bitte einfach. Wie gesagt, seid gespannt. Ich habe das Haus noch nie gesehen. Ich habe jetzt absichtlich auch mal, dass ihr meine Eindrücke, meine Reaktion, unsere Reaktion mal eins zu eins. Ich wurde schon vorgewarnt, das Haus muss wohl vermüllt sein. Es macht ja erstmal einen ganz guten optischen Eindruck, aber so, wir probieren einfach mal, was auf uns zukommt. So. Also, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, welche Schlüssel denn hier überhaupt passt. So, der erste Schlüssel. Es kann auch sein, jetzt, wenn wir ins Haus gehen, dass es halt, ja, leider ich das Ganze jetzt mit meinem iPhone drehe. Also, bitte entschuldigt die schlechte Bildqualität. So, okay, so. Vorhäuschen, wir sind gespannt. Okay. Ach du Handy. Ach Handy. So. Gut, gut. Ja. Also. Bin erstaunt. Ja, also wer noch ein Katzenklo braucht, das gibt's dann hier. Ach, Herr Jemini. Sieht man noch was auf dem Lichtschuppen? Ach du meine Güte. Naja. Also, ich kauf öfters mal so eine Häuser dieser Art. Ist halt immer wie eine kleine Wundertüte. Ich wollte wirklich mal, dass ihr mal seht, wie das dann so sein kann. Also Bettina, wie ist dein erster Eindruck? Ja, Deckenhöhe. Ja, es ist halt, ne, altes Gemäuer, ist halt traditionell, sind halt hier auf dem, wir sind ja wie gesagt im Erzgebirge, ne, und diese ländlichen Häuser haben halt alle niedrige Deckenhöhen.
Aber hier ist zumindest irgendwann schon mal so ein bisschen saniert worden. Aber jo, das ist halt, ihr seht's ja, ich lasse mal vorbei. Bettina kann ja mal kurz ein bisschen filmen. So, ja. Hi, mal. Okay. Oha. So, hier geht's die Treppe nach oben. Sehr schmal, steiler Anstieg. Wie die. Oh Gott. So. Ja, was haben wir hier Schönes? Zwei Zimmer, auch komplett gemüllt. Muss auch aufpassen, wo man hintritt. Na, so, ach Gott, Herrje. Ach Gott. So, Bettina, bitte aufpassen, wo du hintrittst. Oh, ja, ja, ja. So. Also wer noch ein Bett braucht, Klamotten braucht, also ja, hier ist gerade Winter, dicke Jacke ist auch schon mal da. Alter Falter. Ja, guten Morgen. Küchenrolle hätte ich dann auch noch im Angebot. Ja, Dosen, Essen auch da. Sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Motivation. Schönes Parfüm. Ja, dann die Body Lotion für was auch immer. Na? Überrascht dich das, Bettina, was du hier siehst? Nein. Du bist schon gewohnt, ne, von dem, was wir so haben. Gut. Weiter geht die wilde Fahrt. Also. Ja, hier, der Rest der Truppe ist auch schon da. Unsere kleine Daisy, jetzt hier leider im Dunkeln. Habt ihr ja schon auch auf dem letzten Video gesehen, ne? Es muss immer dabei sein. Ohne geht's nicht. So, ja, hier ist jetzt noch mal genau, leuchte mal ein bisschen. Dankeschön. Dann machen wir mal so ein bisschen Licht. Hier ist auch noch ein Zimmer. Ja, bisschen Müll, geht ganz schnell, ne? Also die 3-4 Kartons ein bisschen streichen, dann ist wieder alles gut. Ich glaube, hier geht es dann, ja, hier geht es oben in den Dachboden. Ich glaube, was du hier, du kannst ruhig was sagen, was du, mach mal die Tür auf. Mach mal die Tür auf, bitte. Ja, aber ich glaube, das könnten Toiletten sein oder irgendwas. Nein, eine Abstellkammer, auch voll mit Müll. So. Das war mal ein Bad. Ja. Das wird eine Toilette gewesen sein, vermute ich mal. So, dann gehen wir mal in den Dachboden. Der ist dafür aber wieder sehr großzügig gehalten. Mensch, Bettina. Holz für dich zum Basteln. Wunderbar. So. Von den Hängebretter. Das ist ja, hier oben ist richtig Platz. Hier ist richtig Platz. Hier oben ist ja fast weniger Müll als unten. Aber das sieht gut aus. Ja. Ja. Das war jetzt mal die kleine Tour. Ich
drehe gleich noch mal ein bisschen, werde euch noch ein bisschen was zeigen. Ja, was habe ich damit vor? Also ich habe ja schon euch eingangs gesagt, dass ich öfters Häuser dieser Art kaufe. Mal besser, mal schlechter im Zustand. Aber im Wesentlichen solche Objekte. Ja, was soll mit da passieren? Viele werden jetzt sagen, ja mein Gott, wie kann man denn sowas sich überhaupt an die, ja, an die Backe heften? Ja, ich zum Beispiel hefte mir sowas an die Backe. Mein Handwerker ist eben zum Beispiel heute auch mit dabei, um erstmal einen Gesamtzustand, ja, wir uns einen Eindruck machen können. Er kann dann sagen, wie es aus seiner Sicht wirkt als Handwerker. Dann ist natürlich auch das Thema, wir wollen es beräumen, dass wir hier überhaupt erstmal wirklich auch Luft haben. Wie ist dein erster Eindruck, Mirko? Hat Potenzial. Ja, also zumindest könnte ich jetzt erstmal, außer gut, die Vermüllung ist natürlich jetzt erstmal optisch klar, aber ich denke, so die Grundsubstanz ist jetzt erstmal soweit okay, oder? Was sagst du, Bettina, trotz dessen? Alles klar, gut. Das aber sieht gut aus. Ich denke, so ein kleines muckeliges Häuschen ist ganz nett. Wir machen dann nochmal ein paar Außenaufnahmen. Da mache ich gleich nochmal, das mache ich dann so direkt als Einspieler für euch. So, jetzt nochmal so ein bisschen das Ganze von außen. Also ja, wir sind hier im schönen Erzgebirge. Also landschaftlich wirklich super hübsch. Also hier sieht man ja dann im Hintergrund die ganzen Berge. Also wirklich sehr hübsch gelegen. Das ist die tschechische Grenze ist hier ziemlich in der Nähe. Also alles nicht weit. Und ja, ihr werdet euch natürlich fragen, ja, was will ich mit dem Ganzen? Also die Idee ist natürlich des Verkaufs. Ich habe euch ja auch dann eben auch erzählt, dass ein Teil ein Teil dessen, was ich so mache, eben auch Immobilienan- und Verkauf ist. Und die Idee ist halt eben zu sagen, okay, es wird wieder, ich beräume das Ganze, wird auch in einem gewissen, ja, sagen wir mal, mit einfachen Mitteln veräußerbaren Zustand versetzt, weil man sieht ja, es sind zum einen Fenster sind schon mal gemacht worden, das Dach in jedem Fall auch und ja, insofern ist das gar nicht so schlecht. Klar, auf den ersten Blick, die ganzen Vermüllungen und so weiter, ist das schon ordentlich, aber ist schon was zu tun, aber ja, warum nicht? Das soll es jetzt auch an der Stelle schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, das kleine Abenteuer der Hausbesichtigung hat euch gefallen. Ich verabschiede mich dann für heute, wünsche euch dann schon mal einen guten Rutsch und einen schönen Start ins neue Jahr. Wir sehen uns dann im nächsten Video.